Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Claudia und heute geht es weiter mit dem Raglan stricken, Raglan von oben Jackenkurs. Zur Erinnerung, wir waren noch in der Planung, haben Punkt 1 und Punkt 2, also Material und Wolle, abgehandelt, haben in der letzten Woche dann die Raglan-Linien und die Zunahmen abgehandelt und heute geht es weiter mit Punkt 4 und Punkt 5, Halsausschnitt und Maschenprobe. Das sind auch noch zwei Dinge, die muss man vorher, bevor man anfangen kann zu stricken, bedenken. Was den Halsausschnitt angeht, ihr könnt mal ein Maßband nehmen und mal so locker um euren Hals legen und einfach mal gucken, was ist eine bequeme Weite für eine Jacke. Für ein Pullover würde ich persönlich immer weiter machen als bei einer Jacke. Mein Pullover habe ich so ein Standardmaß zwischen 50 und 60 cm, wobei ich es immer leichter finde, einen zu weit geratenen Halsausschnitt später dann mit einem kleinen Gummi oder was enger zu machen, als einen zu engen Halsausschnitt weiter. Und zu enge Halsausschnitte bei Sommerpullis ist jetzt auch nicht so der Hit. Deshalb gucke ich beim Pullover immer, dass ich auf jeden Fall über 50 cm komme und ich habe sogar teilweise bis zu 60 cm Halsausschnittweite bei Pullis. Bei Jacken gehe ich immer etwas enger, denn nichts ist schlimmer, als wenn eine Jacke hinten im Nacken nicht sitzt und man hat das Gefühl, die rutscht immer nach hinten und man muss dort nach vorne ziehen. Also das ist ganz schlimm und deshalb können Jacken etwas enger sein. Und wenn ich jetzt mal hier gucke, wo bin ich gelandet? Bei 49,50 bin ich gelandet und das ist auch aus meiner Erfahrung her ein gutes Maß für einen Jackenhalsausschnitt. So, das notiere ich mir dann direkt. Was habe ich jetzt gesagt? 48 cm. 49, 48. Das soll jetzt keinen großen Unterschied machen. So, das wird unsere gesamte Halsausschnittweite. Dann noch die Maschenprobe. Ich habe hier drei Maschenproben gestrickt. Angefangen mit Nadel Nummer 4, so wie es auf der Banderole steht, dann eine 5 und noch eine Nadel Nummer 6 genommen. Ist genau die gleiche Wolle, die ich auch in der Jacke verwenden werde. Ich hatte nur Reste von einem Pullover. Ich kann euch den mal auch kurz zwischendurch zeigen. Das ist mein Pullover Wabi. Der ist aus diesen Farben gestrickt, Lochmuster und... Es wäre auch eine tolle Möglichkeit für eine Jacke, aber habe ich ja schon, deshalb mache ich jetzt mal die anderen Farben. So, hier sind wieder meine Maschenproben. Als erstes finde ich immer wichtig, dass man sich klar macht, es gibt bei einer Maschenprobe kein richtig oder falsch, denn es ist geschmacksabhängig. Deshalb nehmt das, was auf den Banderolen steht, auch wirklich nur als Anhaltspunkt. Ihr müsst euch daran nicht klammern oder diese Maschenproben erreichen. Jetzt bei unserem Projekt, was das Raglan von oben stricken angeht. Was anderes ist es, wenn ich eine vorgegebene Anleitung habe und die Maße erreichen will. Das ist aber eine andere Sache. Wir sind ja jetzt hier beim Raglan stricken. So. Maschenproben sind geschmacksabhängig. Ich persönlich, ist aber echt nur meine eigene Meinung, ich persönlich versuche immer auszureizen, wie locker kann ich werden, dass es noch gut aussieht und dass es auch noch zur Faser passt. Also ich kann jetzt einen Baumwollgarn nicht ungestraft mega locker stricken, das würde sehr leiern. Also im Ernstfall ist es jetzt auch nicht so schlimm, dann packt man es einmal in die Waschmaschine, dann läuft das Ganze wieder ein. Aber ich versuche immer ein bisschen auszureizen, wie locker kann denn das Ganze werden, ohne dass es blöd aussieht und auch noch so die Faser so ein bisschen beachtet wird. Dieses hier habe ich mit Nadel 4 gestrickt. Es ist recht gleichmäßig geworden, ordentlich.
Ich finde es aber vom Griff und vom Fall her etwas brettig. Also für eine Sommerjacke stelle ich mir das Ganze etwas fließender und weicher vor. Diese Probe daneben gehalten mit Nadel 5. Sieht ein bisschen unregelmäßiger aus. Das wird mich jetzt aber nicht stören. So ein kleiner unregelmäßiger Grobstricklook ist gar nicht schlimm und fällt und fasst sich schon wesentlich lockerer an als die erste. Und die letzte mit der Nadel Nummer 6. Vom Strickbild her, von der Oberfläche her, finde ich, ist es auch noch okay. Es ist nicht zu unregelmäßig für meinen Geschmack, aber da unterscheiden sich die Geister. Aber was mir nicht gefällt, ist dieses extrem löcherige. Fällt zwar schön weich, ist klar bei der lockeren Strickweise, aber ist mir jetzt ein bisschen zu löchrig, so dass ich mich für diese Nadel entscheide und für diese Maschenprobe. Die messe ich mir jetzt auch mal aus. Wie gesagt, macht euch keinen Stress beim Raglan stricken. Da braucht man auch nichts waschen oder sonst was. Das kann man sich für andere Projekte aufheben. Wir wollen es einfach halten. 1, 2, 3. Fünfzehn, 16. Ich habe exakt 16 Maschen auf 10 cm. Und das Schöne beim Raglan-Stricken ist, Reihen interessieren uns nicht. Wir brauchen also nicht auf eine Reihenmaschenprobe achten, zumindest noch nicht. Beim Anfang nicht. 16 Maschen gleich 10 cm. So, das sind die Angaben, die ich brauche für die Berechnung. Weil die Berechnung aber doch ein bisschen mehr zu erzählen und zu zeigen ist, packe ich das in ein extra Video und mache für heute Schluss. Und in der nächsten Woche geht es weiter mit dem Berechnen des Maschenanschlages und dann auch stricke ich euch den Maschenanschlag bzw. die Mascheneinteilung vor. Soweit, macht's gut, bis dahin, tschüss!